Willkommen zurück zu Kirby and the Forgotten Land. Wir wollen zur einsamen Strand. Ich wollte Küste sagen, aber es ist der einsame Strand. Zum Glück habe ich nachgeguckt. Ja, ich bin gehypt. Ich freue mich wirklich mega doll auf das Spiel. Also ich habe gesehen, also OBS und Elgato sind ein bisschen klein wenig asynchron. Das habe ich darüber nachgebessert. Also ihr müsstet das nicht bemerken. Also ich habe schon mal geschnitten. Ich habe noch nicht gerendert. Also ich kriege am Samstag anscheinend die erste Folge, wenn ich richtig geplant habe. Oh, ich bin gehypt. Ich freue mich so sehr. Es sieht so schön aus. Dieses Spiel ist so geil. Ich bin gehypt. Also wirklich auch von den Hardcore-Kirby-Fans habe ich schon gelesen. Die haben gesagt, wie wollt ihr dieses Spiel noch toppen? Und das frage ich mich auch. Warte, ich mach das Mikro ein bisschen weiter weg. Ich frage mich halt auch, wie will man das toppen? Wenn das erste 3D-Kirby ist, wie sollen dann die restlichen 3D-Kirbys dann noch werden? Aber vielleicht... ich will jetzt nicht zu viel... Okay. Ich liebe den 3-FPS. Das 3-FPS-Krokodil. Oh, cool. Wenn man die Bomben aufs Wasser wirft, dann werden sie, sind sie auch in so einem Schwimmreifen. Das ist so niedlich. Ja, bei der Aufnahmesession würde ich probieren, die Welt, also die zweite Welt zu schaffen. Immer so eine Welt pro Part. Also pro Aufnahmesession pro Part wäre ein bisschen kurz, oder? Das wären sehr lange Parts. Nein, pro Aufnahmesession eine Welt für mich. Das heißt immer so jede 4-5 Parts eine Welt. Je nachdem halt, wie lang eine Welt halt ist. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich diesmal nicht 10 Jahre an einem Level sitzen werde, weil ich einen Donut suchen muss. Zumindest wüsste ich dann alle Gegner erstmal töten. Ah, da haben wir die Flammenfähigkeit. Gerade die beiden Fähigkeiten, die ich verbessert habe. Ich glaube, ich gehe auf die Boomerangs. Die stehen Chakram-Boomerang. Bisschen schade, dass man natürlich nicht tauchen kann, aber... der wilde Bonkers! Na dann... Ja, also, ja, aber der Bonkers, der kann eigentlich so ähnliche Attacken wie der Gorilla. Ja, also, ich muss sagen, also so wilde Chakram vor allem, jetzt habe ich die Sachen verwechselt mit wilden Bonkers und, das sah auch nur so aus, okay. Ich muss mal gleich die Musik bei mir leiser machen, die ist relativ laut gerade, deswegen rede ich auch gerade ein bisschen lauter. Hammer! Ich hoffe, diesmal gibt es keine Fähigkeit. Es gibt wieder die Flammen, okay. Also der Hammer ist immer noch so geil wie immer. Warte. Ja, ein bisschen lauter muss ich schon machen. Also ich muss die Musik schon genießen. Also lieber rede ich zu laut, als keine Musik zu haben. Boah, das Spiel sieht so gut aus. Also wirklich, es ist einer der schönsten... Nicht das schönste Switch-Spiel, aber eines der schönsten. Also grafisch, vom Artstyle her, wirklich, wirklich schön. Da geht's weiter anscheinend. Würde ich jetzt sagen, weil das ist keine Bonustür, deswegen gehe ich erstmal hier hin. Ich hasse es, wenn es mehrere Wege gibt. Das ist immer so ein kleines Problem in Spielen. Ja, erstmal hier die Münze holen. Also, habe schon oft mitbekommen, dass gerade viele Plattform-Fans gesagt haben, mein Gott, sie freuen sich auf Kirby und... Ich hoffe, dass dieses Spiel das Kirby-Franchise ein bisschen hochbringt. Weil viele belächeln Kirby immer. Ah, zu leicht, ah, zu knuffig. Ja, es hat echt gutes Design und ja, es ist teilweise zu leicht. Aber nur, wenn man die Hauptstory macht. Wenn man 100% macht, dann hat man mehr als das. Yes, Mann. Ein Problem weniger. Immer alles zerstören, immer alles anfassen. Man muss alles begrapschen in dieser Welt. Auch Kirbys Hintern. Das würde ich so sagen. Irgendwann ist das vielleicht eine Mission. Ich gehe mal davon aus, dass man da nicht rein soll. Weil das Spiel hätte uns schon irgendwie beigebracht, dass man da reingehen kann. Weil das ist gutes Design nämlich. Man zeigt nämlich, da kann man rein und dann weißt du als Spieler, okay, das sind jetzt mehrere Strudel, da kann ich rein. Jetzt gehe ich erstmal hier lang schwimmen, sammle mir alles ein, hoffe, dass es eine Belohnung gibt. Nein. Das sind Scarfies, glaube ich. Was haben wir hier? Ah, hier kann man hoch. Okay, das würde ich sagen, ist relativ gut getarnt gewesen, muss ich sagen. Es war wirklich schön. War wirklich schön. War wirklich genial. Ich weiß. Ich lobe dieses Spiel unglaublich sehr.
Aber ihr müsst bedenken, das ist so das Switch-Spiel, worauf ich mich gerade am meisten gefreut habe. Und dieses Jahr ist noch so lang, das wird noch so gute Spiele haben. Ich muss auch wirklich sagen, dieses Gaming-Year ist wirklich krass. Wirklich, wirklich krass. Oh nein, das ist die Time-Musik, okay. Ja, okay, es geht aber. Aber gut, das wird irgendwann sehr schwer wahrscheinlich. Die gab es doch auch schon mal in einem anderen Kirby-Spiel, oder? Das war jetzt ein Remix von irgendwas. Ich weiß jetzt aber nicht, von welchem Spiel. Ja. Ja, also das Gaming hier, das ist genial. Darauf freue ich mich wirklich viel zu sehr. Ich habe jetzt auch Triangle Strategy. Das muss ich auch noch irgendwann privat spielen. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt playe. Das ist unwahrscheinlich. Dann kommt auch noch Fire Emblem Three Hopes. Also Fire Emblem Warriors Three Hopes raus. Interessiert mich persönlich weniger, weil ich Three Houses okay finde. Also gerade nachdem ich Path of Radiance gespielt habe, ist mir aufgefallen, zwischen Three Houses und Path of Radiance sind einige Ähnlichkeiten. Also gerade was sowas wie Bill M. da im der Dark Knight oder was, die Death Knight hieß er ja, in Three Houses. Und dann gibt es ja in Path of Radiance hat den Black Knight. Und der Black Knight ist halt sowas wie der Dark Knight und der Black Knight ist nochmal geiler. Also wirklich, der Death Knight ist so, ja, okay, er ist ein böser Kerl, der dich vernichten will. Und der Black Knight ist krass. Vor dem hast du Respekt. Also jedes Mal, wenn der Black Knight aufgetaucht ist, dachtest du so, okay, jetzt wird's ernst. Ringstopfer. Ja, es gab so ein paar lustige Sachen über diesen Kirby hier. Manche würden sagen, er ist der Kondom-Kirby. Ja, ja, man muss sagen, hell, ja. Das Design ist doch beabsichtigt so gewählt. Dass wir Wind pusten können, gefällt mir überhaupt nicht, weil damit hast du wieder 1 Million Möglichkeiten, irgendwas kaputt zu machen. Schwimmen kann man damit aber sicher nicht, oder? Danke, das wollte ich herausfinden. Ich nehme den Schaden hin, man kann in dem Spiel nicht mehr sterben, also durch runterfallen. Das finde ich so nützlich. Nicht mehr sterben können durch runterfallen. Das war so ein bisschen lame, okay. Aber mich stört es nicht. Bei einem 3D-Plattformer willst du natürlich auch ein bisschen was ausprobieren. Und gerade bei dem 3D-Plattformer, der ganz neu ist, wo es sowas noch nicht gab. Also gerade Kirby oder so. Ja, okay, du musst nicht bei 3 mit sterben, natürlich. Oh, sogar im Boot. Ja, ist mir klar, wie ich das Boot steuere. Ah, ui. Man kann den sogar vernichten, ich liebe es. Ich sammle hier mal alles ein. Knacke 3 Klopf-Klopfnüsse. Hey, was sind denn Klopf-Klopfnüsse? Da war also irgendwas dabei, was ich nicht... Was sind denn Klopf-Klopfnüsse? Ja, anscheinend war das eine Mission, die ich nicht gemacht habe. Oder kommen jetzt noch 2 Klopf-Klopfnüsse? Das glaube ich aber nicht. Okay, dann muss ich mal nachher gucken. Also gleich mal gucken, was diese Klopf-Klopfnüsse sind. Weil anscheinend muss man davon 3 knacken. Und ich habe gar nichts von denen entdeckt gehabt, außer jetzt an dieser einen Stelle. War das einfach Kokosnüsse oder wie darf ich mir das vorstellen? Sonst noch irgendwas? Ne, ich habe irgendwas auch noch verpasst. Also, bin ja gespannt, was denn das dritte sein wird, was wir verpasst haben. Ich hätte zwar gesagt, das kommt noch. Also ich bin auch der Meinung, das kommt sicher noch, weil ich glaube nicht, dass das jetzt schon zu Ende war. Hier ist noch relativ viel Platz für... sowas. Meine Vermutung. Ich gehe jetzt auch noch nicht ins Ziel. Oder? Wohl das. Doch, hier oben geht's doch lang. Also von dem her. Mal gucken. Ja, dass wir die Level immer zweimal spielen müssen, ist mittlerweile auch klar, weil wie gesagt, die Geheimmission. Von dem wissen wir eh nichts. Also. Dann starten wir das Level gleich nochmal neu. Und nächster Versuch, würde ich sagen. Also die Welt beginnt schon herausfordernd, was die Mission angeht. Vervollständige den Schriftzug auf dem Dach.
Okay. Ich kann mir zwar nichts darunter vorstellen. Diese entzückenden Bewohner vom Planeten Pop strandeten bereits vor Kirby in der neuen Welt, bedroht von einigen wilden Bestien, die sie gefangen nahmen und ihnen ihr Essen stahlen. Oh mein Gott, nein. Waren die Aussichten anfangs nicht rosig, doch Kirby, rosa wie er ist, half, ihre Stadt wieder aufzubauen und ein neues Leben zu beginnen. Ich glaube, die Wondledies wollen aber auch zurück zu Planet Pop. Also, ich finde, Planet Pop ist so ein komischer Name. Ich finde, Popstar ist so der official name dafür. Boah, so eine Art Fabriklevel. Betoninseln. Okay. Hm? Zwei Stück. Ja, aber das sind halt zwei große Aufgaben in der Welt, muss man halt auch so sagen. Dass wir auch pro Level, also pro Part wahrscheinlich auch nur ein Level schaffen, ist auch sehr wahrscheinlich. Schon jetzt haben wir schon 11 Minuten. Ja, ich weiß. Große Let's Player, bestimmter Nintendo zum Beispiel, der cuttet das. Der sagt jetzt, nö, zeige ich euch jetzt nicht mehr. Aber ich bin nicht Nintendo, ich bin Langweilo-Cheffe. Deswegen. Und ja, wie gesagt, ich stalke hier nur wieder mal Nintendo und gucke mal, wie er was macht. Weil das interessiert mich manchmal einfach so, was große Let's Play machen. Ich gucke mir auch manchmal hin und wieder mal in Let's Play in Markus mal rein und gucke, ja, was macht er? Was für Spiele spielt er? Wie kommentieren sie? Wie machen sie die Let's Plays? Das ist so eine Sache und das muss ich knacken. Darauf hätte ich kommen können, bin ich ganz ehrlich. Darauf hätte ich so kommen können, das ist so verdächtig. So, aktuell sehe ich kein Dach. Dann gehe ich erstmal weiter. Ich glaube, hier ist alles erstmal gut. Ich sammle die Kapsel trotzdem da hinten mal ein. Ja. Ja, und ich. Also, Looks Like Ding und was weiß ich. Ich schaue sie alle so gut wie fast gar nicht. Nur sehr selten. Mal gucke ich mal rein. Da ist ja schon die zweite Nuss. Kein Wunder, dass ich mich an keine der Nüsse erinnern kann. Ui. Gut, dann weiß ich ja schon mal, wo die dritte Nuss ist. Dann kann ich ja schon mal fast zum Ende. Ich muss nur noch das Dach finden. Das war ja, glaube ich, auch dort, oder? Da muss ich mal gucken. Naja, und ich nehme wieder die Chakram. Ja, also ich gucke gerne mal rein, was die machen, wie die schneiden, wie sie kommentieren und all das und inspiriere mich ein bisschen davon auch. Nicht sehr, also ist natürlich nicht so, dass ich jetzt alles von denen, also ich mich jetzt hundertprozentig nur von denen inspirieren lasse, aber natürlich ist man ein bisschen von denen inspiriert. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht perfekt reden, wenn Bonkers mich hier gerade verprügeln. Ja, und manchmal schaue ich auch einfach, welche Spiele sie gerade Let's Playen, weil es gibt so Spiele, auf die hat man natürlich Bock. Aber dann kommt natürlich immer so ein anderer Let's Player so und sagt dann, nö, ich Let's Play das jetzt auch. Und dann denkst du dir so, dann lass es lieber mal sein. Dann wartest du erstmal, bis die Leute das nicht gerade gucken bei einem anderen. Ja, zum Beispiel Earthbound Beginnings. Wollte ich jetzt schon seit 2 Jahren bald Let's Playen. Und wisst ihr, was Looks Like Link gemacht hat? Glaube ich, vor einem oder anderthalb Jahren oder irgendwie so war das. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich es Let's Playen wollte, kam Looks Like Link und hat selber Let's Played. Dann saß ich da und dachte mir, toll. Wirklich, wirklich schön. Und ich nehme es nicht übel, wirklich. Weiß ja nicht, dass ich es auch machen wollte. Oh, ich wollte eigentlich den Hammer mitnehmen. Ist er noch da? Aber ich finde das schön. Das ist wirklich schön, dass man jetzt die Fähigkeiten einfach so holen kann. Ja, das ist ja oft so. Manchmal will ich ein Spiel-Let's Play und dann sehe ich plötzlich, ah, der große Nintendo-Let's Player macht das auch gerade. Und dann denkst du dir einfach so, ja, okay, dann suchst du erstmal ein anderes Spiel aus. Und manchmal hast du auch einfach keine Lust auf irgendein Let's Play. Also, manchmal hast du auch gar keinen Bock zu Let's Playen. Das ist halt auch manchmal so ein Ding. Ich habe sehr oft diese Phase, wo ich denke, ich will nicht Let's Playen. Und eigentlich muss ich mich nur zwingen. Eigentlich ist es wirklich nur ein, zwing dich dazu zu Let's Playen. Mach das. Ja. Und jetzt sitze ich hier bei Kirby. Bei Kirby muss ich sagen, ich habe auch echt lange überlegt, ob ich Let's Playe. Aber ich dachte mir, komm. Wenn es irgendwas Geiles, Fanservice-artiges in dem Spiel passiert und du nimmst es nicht auf, dann bereust du es. Weil diese Reaktion, die willst du haben. Die willst du wirklich haben. Ich hoffe natürlich nicht, dass irgendwas nicht, dass nichts schief geht, sagen wir es so. Das ist nämlich sehr wahrscheinlich, dass irgendwas schief geht, weil in letzter Zeit habe ich echt Aufnahmepech. Da drin war nichts. Da war kein Dach. Ich suche jetzt nach einem Dach.
Und das Ende hatte ein Dach. Da muss ich mal gucken, wie ich da hochkomme dann. Ja, ich hoffe, es stört nicht, dass es immer nur ein Level pro Part sein wird meistens. Nicht immer. Aber es ist zum Großteil wird so sein. Also wie gesagt, man kann doch einfach cutten und sagen, jo, hier, aber warum so, was ist denn so, muss wirklich nicht sein, weil das gehört doch zum Spiel dazu, dieses Backtracking nochmal machen. Also ich verstehe schon, dass man manchmal Stellen einfach schneiden möchte, das kann ich absolut nachvollziehen. Mache ich ja auch hin und wieder gerne. Aber so manchmal das Backtracken ist doch einfach ganz in Ordnung. Ja, ich weiß, bei Crapple Dog habe ich jetzt auch relativ viel geschnitten gehabt, aber... Auch da war es eher ein, es muss nicht sein. Aber ich genieße die Musik, die ist so gut. Ist das das Dach, wo ich hin muss? Also anscheinend irgendein Dach. Ich kann mir noch nicht vorstellen, was für ein Dach. Vielleicht einfach mal hier rüber. Aber irgendein Schriftzug auf einem Dach. Also wenn ich würde mal sagen, ich glaube, ich spiele ein Level immer zweimal mindestens. Beim dritten Mal würde ich skippen. Das ist ein guter Kompromiss, oder? Dann habe ich die Nuss aus Versehen geknackt. Okay. Dann war das wirklich ein reines Versehen, dass ich das gemacht habe. So, wie komme ich denn auf das Dach? Ich nehme an, es wird das Dach sein. Scarfies nervt nicht, okay? Schriftzug auf dem Dach. Das wird ja hier sein, oder? Wenn ich hier weiter drehe, passiert noch irgendwas? Nö, oder? Vervollständige den Schriftzug auf dem Dach. Ja, welchen Schriftzug denn? Also hier kann ich nicht hoch. Also ich finde es wirklich toll, wie das Spiel mich jetzt schon mit den Secrets ein bisschen fertig macht. Weil ich dem Spiel nicht übel nehme, ich finde die Secrets geil. Also ist das wirklich der einzige Ort mit einem Dach? Deswegen bin ich gerade sehr unsicher, was ich machen soll. Oder? Das ist doch der einzige Ort mit einem Dach. Also welcher Schriftzug? Das ist das Dach, oder? Ach so! Oh, das ist ja fies. Und mit fies meine ich ja genial. Erstens habe ich nicht realisiert, dass das ein Dach ist. Das ist absolut cool. Also wirklich absolut. Das haben sie mit Schriftzug gemeint. Ich war wirklich ganz am Überlegen, was für ein Schriftzug, was für ein Dach. Das Dach habe ich entdeckt. Weil es das einzige Dach ist, wo ich raufkomme, sind wir ehrlich. Und das hier ist der Schriftzug. Das ist absolut, ist ein geniales Versteck. Also muss ich wirklich sagen, genial, einfach genial. Und, das sind so Sachen, auch bei den anderen Let's Playern gucke ich gerne mal rein. Haben sie das auch hinbekommen? Haben sie das First Try schon sofort rausgefunden? Oder mussten sie auch zwei, dreimal spielen, um herauszufinden, was das gemeint ist. Und das frage ich mich sehr oft. Sehr, sehr oft. Und dann gucke ich da mal rein und denke mir, okay. Und dann denke ich mir manchmal, das können sie denn doch nicht sofort gewusst haben. Manchmal war es aus Versehen, manchmal glaube ich, die haben das ein bisschen geschauspielert. Weil, es geben die, ich unterstelle es ihnen jetzt nicht. Aber ganz oft, also es gibt auch schon welche, die haben es zugegeben. Da habe ich wirklich Respekt vor, dass sie das zugeben. Aber manche spielen das. Also, die nehmen das auf und sprechen drüber. Ich weiß nicht, ob in Nintendo, Entschuldigung, Detendo, ich will den Namen eigentlich gar nicht aussprechen. Nicht, weil ich ihn hasse, sondern einfach, weil ich so neutral wie möglich. Bei dem war es so, der hat auch schon mal, der nimmt Anfänge immer neu auf. Wenn er sagt, der Anfang von einem Part war nicht gut, dann nimmt er es nochmal auf. Deswegen, ja, aber das ist nicht so schlimm. Also ich finde es, ja... Ich glaube aber nicht, dass er Schauspieler, also dass er da nachsynchronisiert, weil das. Der macht ja mit Facecam. Das ist schon so. Ist schon schwerer, glaube ich.
Es ist nicht unmöglich, würde ich damit sagen, aber ich glaube nicht. Das würde bei dem, also bei der Menge an Content, die er macht, ist das schon schwer. Also er macht ja schon manchmal 3 Videos pro Tag, also. Und bei seinen Streams ist er ja genauso wie in seinen Videos, glaube ich. Also von dem her. Ja, aber es gab schon ein paar Let's Player, die haben es zugegeben. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man es zugibt. Brrr, so kalt. Schaffe Eisblöcke und kicke sie Gegnern entgegen. Du kannst auch umherschlittern, sogar über Schlamm und Magma. Praktisch, nicht wahr? Okay, über Magma ist sehr wichtig. Ich glaube, Schlamm sogar auch wahrscheinlich. Bombenblock. Ja, also... Also bei mir ist nichts geschauspielert. Ich leide durch. Die Zeit und Lust hätte ich auch gar nicht, das nachzusynchronisieren. Bin ich ganz ehrlich. Respekt, wenn man es macht. Hey, da hinten ist ja auch schon eins auf. Hm, okay. Ach, der Schwertschatz, okay. Und dann haben wir auch schon das... Ja, komm, dann machen wir gerade alle 3. Anscheinend wurde ein neues Gebäude fertiggestellt. Ich habe jetzt keinen Bock, in die Stadt zu gehen. Hau die Pfosten! Ich soll mich selber hauen! Ja klar, so los geht's. Oh, ich habe gewonnen. 2 Sekunden. Ja, okay. Scherz vorbei. 40 Sekunden war das. War der Rekord, oder? Na komm. War ja 1 Stern, oder? Ja, das wird auch nicht so schwer sein. Ich glaube auch nicht, dass es so schwer ist. Oder es war 1 Stern? Ach, cool, dass man so einfach so hüpfen kann auf dem Boden. Das ist cool. So, 20 Sekunden sind vorbei. Ah, dieser Knockback ist sehr übel. Ist das Knockback? Ich glaube, ja. Also, manchmal benutze ich so Begriffe. Und dann merke ich so, sagt man das überhaupt so? Und dann ist es so ein... Hm. Ich glaube, meistens ja. Aber ich gucke dann auch meistens, wenn ich dann manchmal die Videos schneide und diese Momente nochmal sehe. Mittlerweile schaue ich mir die Videos auch nicht mehr ganz an, weil... Die Lust habe ich auch nicht. Okay, 40 Sekunden sind ein bisschen... Knapp. Dann vielleicht 1,20 oder 1 Minute. Ah, es kann auch 1 Minute gewesen sein. Naja, und dann gucke ich das manchmal an und denke mir, oh, sag jetzt nicht 50 Sekunden. Naja, und dann gucke ich das an und denke mir so, ich google lieber mal 45 Sekunden. Wie? Ja, und dann gucke ich, google ich schnell, heißt das auch wirklich so, aber 45? Da war ich ja wirklich komplett schlecht. Nicht, dass ich viel Ahnung habe von dem Hammer, aber... Das Problem ist halt auch, die Fähigkeiten funktionieren jetzt mittlerweile anders. Das sind ja nicht mehr die gleichen Fähigkeiten aus Triple Deluxe und was weiß ich. Die haben jetzt andere Funktionsweisen. Okay, da könnte ich Zeit sparen, wenn ich sofort nach oben gehen würde. Okay, da habe ich jetzt irgendwie Glück gehabt. Ich weiß nicht, warum. Naja, und... deswegen, ich kenne die Fähigkeiten jetzt auch nicht mehr. In 3D funktionieren sie halt anders. So, sofort beeilen. Aber dann muss ich jetzt trotzdem gleich fertig sein. Ja, das geht doch zeitlich gar nicht. Ah, wohl? Nee, wenn ich mich jetzt beeil? Hä, nein? Wie soll denn das gehen? Da muss ich ja wirklich alles perfekt machen. Ich muss 2 Sekunden noch schneller werden. Also die Bestzeiten zu schlagen, ich finde, das ist die wahre Herausforderung. Die Schätze selbst zu bekommen, ist ja nicht das Problem. Ich frage mich halt, ob du auch einen Nutzen hast von diesen Bestzeiten schlagen. Wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es zu den 100% zählt. Ich hatte vor, also nach Welt 1 aber anscheinend 8%. Habe ich gesehen. Deswegen müssen wir mal gucken. So schnell wie möglich. Also hier gleich abbiegen. Das war jetzt sehr viel Zeit. Das war jetzt schon Zeitverlust, oder? Das reicht nicht mehr. Und eigentlich müsste ich immer den Sprunghammerangriff machen und nicht einen anderen. Ich muss mich jetzt eigentlich... Komm. Ah, das war gut. Das war eigentlich gut. Das war schon wieder... Ich glaube, das wird auch nichts. Das wird auch nichts. Ah, da müsste ich jetzt in 5 Sekunden fertig werden. Jetzt schnapp's. Oh mein Gott, dass das geklappt hat. Der Run war schlecht. Also wirklich, ich fand den schlechter als den letzten, aber okay. Das Spiel sagt anscheinend nicht. Ich
Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Wirklich, wirklich will ich nicht. Ich meine, das ist ein Sieg für mich. Puh. Allgemein, Normalschatz. Okay, das heißt normaler Kirby. Süßer Erfolg, wild und unverwundbar. Naja, was manche Missionen aus Welt 1, die haben mir ein bisschen Sorgen gemacht für zukünftige Welten. Gerade diese Mission mit nicht treffen lassen bei einem Boss, das finde ich übel. Weiß nicht, ob ich das in einem Let's Play wirklich zeigen kann. Aber muss ich, hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Einfach hier durchrennen, oder? Was waren es, 30 Sekunden? Das sind natürlich Scarfies, die du nicht einsaugen kannst, weil sonst werden sie noch aggressiver und schlimmer. So, ich hab's geschafft. Kommt zwar nicht... Oh, unbesiegbar. Also deswegen unbesiegbar. Ganz schnell. Also es ist schlauer, wirklich oben zu sein dann. Ja, okay, das war jetzt... Ich bin ganz ehrlich. Es war leicht. Das war wirklich sehr leicht. Ich fand das leichter als jetzt die Hammerprüfung. Auch hier will ich mich jetzt nicht beschweren, aber... Ich beschwere mich nicht. Ich finde das gut. Hi! Ja, wir müssen doch mal vielleicht mal die Upgrades mal ein bisschen öfter machen, glaube ich. Also wir müssen schon öfter im Waddle die Stadt schwingen. Die Klinge! Schwertprüfung. Eine Minute habe ich gelesen. Eine Minute. Okay. Also bis jetzt muss ich sagen, ich liebe die Schwertfähigkeit in anderen Kirby-Spielen, aber ich glaube, hier finde ich es ein bisschen mehr. Hier finde ich es ein bisschen mehr. Und dann let's go. Oh, okay, man muss wirklich kämpfen. Ah, da wäre es schlauer gewesen, wenn ich die Wirbelattacke ein bisschen gewartet hätte. Jetzt warten. Hallo, das ist wertvolle Zeit, diese Zeitlupe. Oh Gott. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das improven möchte. Ich muss auch sagen, ich stelle mich auch voll schlecht an. Also wenn jetzt noch ein Raum kommt, bin ich dran. Auch diese Zeitlupen brauchen ewig. Ja, genau, jetzt auch noch den besiegen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Aber als ich das Ziel gerade runterschweben sah, dachte ich gerade, oh, 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 oh. Kann ich noch das nächste Bonus-Level finden? Dann haben wir das gerade hinter uns gebracht. Also gerade die Mouthful sind ja meistens irgendwie versteckt.